So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal wieder ein neues Video und zwar geht es heute rund um csgohouse.com. Google machen wir mal weg. Und zwar ist es eine Gambling-Seite im Prinzip, wo es mehrere verschiedene Spiele gibt. Man kann Blackjack, Roulette, Coinflip machen, Jackpot, also einen ganz normalen Jackpot und was weiß ich nicht alles. Hier gibt es eine Slotmaschine. Was ich speziell mal machen will, wo mir der Chigo mal einen Tipp gegeben hat, was ich mir mal angucken sollte, geht es hier um die Case-Openings. Und zwar kann man hier quasi virtuellen Case Opening machen. Die Case kostet 353, die hat vor kurzem noch 570 gekostet, eben von diesen Tokens hier, also circa 3,50 $. Und die kann man jetzt hier quasi aufmachen. Ich habe jetzt mal 56 Dollar aufgeladen. Aufladen könnt ihr, wenn ihr dann auf Inventory geht, zieht hier eure Items, was ihr eben sellen wollt für den Wert, hier in das rechte rein. So wie zum Beispiel jetzt hier so. Und dann seht ihr den Wert Value und könnt dann auf Sell gehen. Dann müsst ihr den Handelsoffer annehmen und dann kriegt ihr die Tokens hier hinzugefügt. Und dann könnt ihr damit machen, was ihr möchtet. Und ich will jetzt einfach mal gucken, ob wir hier über die Seite ein besseres Case Opening hinbekommen würden, als wenn wir jetzt Cases öffnen von Herr Game. Hier gibt es Items verschiedener Arten. Man sieht natürlich viel Rot, man sieht viel Knives. Und man soll angeblich auch viel Knives ziehen, aber natürlich ist hier die Chance immer beschränkt, ein wirklich teures Knife oder Item zu bekommen. Aber ich habe mir hören und sagen lassen, man kommt immer noch besser weg als bei einem normalen Case Opening. Und das testen wir jetzt einfach mal. So, wir fangen jetzt an. Müssen wir mal hier Yes bestätigen. Können wir, glaube ich, auch ausmachen. Dann läuft es hier durch. Kennt man ja das Spiel. Läuft, wie gesagt, viel gutes Zeug dabei. Und dann gucken wir mal, ob wir ein bisschen reinlacken. Das Praktische ist, man sieht dann auch immer gleich, wir haben jetzt die 57 hier, die 353 hat die Case gekostet, 121 das Item und dann geht es gleich weiter. Also wir haben jetzt im Prinzip Verlust gemacht, aber ja, da gehen immer die Meinungen auseinander zwischen wie viel und wie viel Plus und wie viel nicht und wie viel man bei den Cases bekommen würde. M41S Nitro, da haben wir wieder Minus gemacht. Ja. Dann gucken wir mal weiter. Vielleicht lacken wir bei der einen oder anderen Kiste rein. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr schon mit der Seite mal Erfahrung gemacht habt oder ob ihr da mal probieren würdet oder ob ihr was ihr da schon rausbekommen habt. Den Chroma Key haben wir auch Verlust gemacht, aber naja, sage ich mal, ist immer schon, was wir jetzt bekommen haben, ist schon immer jeweils um mehr wert, als wenn ich normale Cases aufmache im Schnitt. Und vielleicht kommt der nochmal richtig Luck. Die Desert Eagle, da bin ich jetzt nicht sicher. Da kommt es auf den Zustand drauf an. Da haben wir sogar ein bisschen Plus gemacht. Und by the way, einen geilen Deagle Skin. Ich glaube, die haben das günstiger gemacht und haben wahrscheinlich die Drop-Raten ein bisschen runtergesetzt. Von dem her gucken wir jetzt einfach mal, was uns noch erwartet. Ein paar können wir noch aufmachen. Eine P90 Trigon. Die dürfte auch ein bisschen was wert sein. Ja, haben wir auch zumindest mal ein bisschen Plus gemacht. Dann machen wir gleich weiter. Gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn ihr mich supporten wollt. Ich freue mich immer über rege Teilnahme. Und eine MP7 Nemesis, da dürften wir sogar auch ein bisschen Plus bekommen. Ja, sehr schön. Also bis jetzt muss ich schon sagen, es läuft definitiv besser als ein normales Case Opening. Klar, wenn ihr so jemand zu denen gehört, die 5 Cases aufmachen und davon einen Star Trek M9 Sapphire zieht, dann könnt ihr natürlich mit hier nicht mithalten. Hier haben wir jetzt ein bisschen Minus gemacht, 5 Cent, aber das ist okay. Und vielleicht lackt mir auf die eine oder andere Seite mal noch richtig rein. Sehr geile Pharma-Skin. Ja, abgeranzt ohne Ende, aber okay. Da war schon ein Knife. Also ich habe schon mal hier ein paar Sachen geöffnet und da flogen mehrere Knives vorbei. Das sind halt meistens so Knives eben, wo jetzt nicht ganz so viel wert sind, aber wo man auch nicht von der Bettkante stößt. Von dem her. Mal ein paar können wir noch aufmachen. Aber ich denke mal, dass wir jetzt schon mehr rausgenommen haben als bei einer 0815 Case Opening. Sehr geile MP7 Skin, by the way. Nicht viel wert, aber das Optik hat ja meistens mit dem Wert zumindest mal nicht viel zu tun. Wir hatten es demnächst davon. Meistens sind sogar die billigeren Skins noch die, was noch geiler aussehen. Hier könnten wir Plus gemacht haben. Ich weiß nicht, wie die gerade auf dem Markt sind. Ja, ein bisschen Plus. Na, dann gucken wir weiter. 3, vielleicht können wir noch öffnen. Dann sehen wir ja ohne AWP Asimov. Das ist natürlich schon mal schick. Ah, ein Battle Scared. Aber immer noch okay auf jeden Fall. Also ja, wir sind um einiges besser raus
als wenn wir normal die von Dr. Gabe aufmachen. Aber wie das Knife zeigt sie natürlich öfters. Eine Muertos ist okay, aber machen wir glaube ich keinen Plus. Nee. So, dann können wir noch zwei öffnen. Und dann gucken wir uns mal an, das Resümee, was wir rausbekommen haben. Oh, eine Star Trek Glock 18 Water Elemental. Die könnte durchaus wert sein. Ja, da haben wir gut Plus gemacht. So. Jetzt vielleicht noch ein Knife oder irgendwas Schönes. Nee, eine Star Trek USP Stainless. Die ist auf jeden Fall nice zum Spielen. Und sogar ein bisschen mehr wert. So, einmal können wir sogar noch. Ich bin immer noch im alten Preis, was die hatten hier. Und jo. Passt soweit. Dann gucken wir mal uns das Resümee an. Ich ziehe jetzt mal eben alles wieder in Cell rein quasi, damit wir einfach sehen, wie viele Punkte wir zusammenbekommen. Ich denke nicht, dass wir Plus gemacht haben. Dafür haben wir zu viele bekommen, die weniger wert sind. Aber, oder, wir haben Plus gemacht. Tatsache, 67 bei, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel waren es 50, also 5000. Also haben wir definitiv ca. 17 Dollar Plus gemacht. Und dann würde ich sagen, das lohnt sich. Das ist ganz nice auf jeden Fall. Ich werde es jetzt mal sellen. Naja, gut, ich werde vielleicht nochmal ein paar andere Sachen ausprobieren. Vielleicht lasse ich mir ein paar Sachen zum Spielen raus. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, gebt dem Video einen Daumen hoch. Wenn ihr es gefeiert habt, schreibt bitte in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen auf der Seite vielleicht schon gemacht habt. Und ja, dann sage ich, haut rein. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.